es freut mich wirklich, dass meine Let's Plays euch gefallen. Ich muss schon wieder poppen. So, ich bin jetzt zum 100. Mal zurück und ich danke auch Red Demon's Royal für diese schöne Zigarette, die mir jetzt hoffentlich beim Kampf gegen die restlichen Robot Masters auch helfen wird, was ich auch vermute. So, die Teile kennen wir noch aus der Bombman Stage. Und jetzt kommt auch wieder so ein richtig nerviger Gegner gleich. Rolling Cutter übrigens, das hier eine sehr praktische Waffe eigentlich, weil sie auch... weil wir sie wirklich gut Damage macht. Aber ganz ehrlich, bevor ich jetzt diese Waffen ernehme, gibt es doch nur den LKB. Wir machen alles hier mit einem Schlag und er geht in drei Richtungen. Aber ich nehme alle gerne. Alle sind so nützlich und alle hauen sie auch gut rein. Das ist so was, das mich in der Mega Man Serie, bei manchen war es gut, bei manchen schlecht, aber Mega Man 1 hat es eigentlich irgendwo fast schon ein bisschen falsch gemacht, wenn man so überlegt. Jede Waffe ist verdammt powerful. Los, gehen wir es doch mal durch. Bomb wird kaum jemand einsetzen außerhalb des Kampfes, weil es braucht zu lang. Alec Beam wird jeder nehmen, es ist die stärkste Waffe im Spiel, unbestreitbar. Guts wird, kann man nur selten benutzen, das kann man ja nur, weil die Blöcke braucht man ja. Ice Slasher wird man gern benutzen, ne? Rolling Cutter auch ab und zu vielleicht mal, aber eher Alec Beam. Firestorm eher am Anfang, bis man Alec Beam hat. Und Magnet Beam ist ja außen vor, also von daher... Es ist ein bisschen unausgeglichen. Nicht, dass es schlecht ist. Also ich meine, in Mega Man 3 war es nicht besser. Da war auch alles unausgeglichen. Aber in Mega Man 2 fangen wir erst gar nicht damit an. Da hat doch eh jeder Metal Blades genommen. Da kann mir niemand erzählen, dass er nicht gerne Metal Blades nimmt. Außer man macht die Zeit dann auch nochmal ein bisschen Spaß mal. Aber ich denke mal, am Anfang holt man sich natürlich immer recht früh die Metal Blades. Wenn man so das die ersten paar Male spielt, weil man halt denkt, okay, ich will auf Nummer sicher gehen. Und ich verstehe es ja auch. So, und jetzt wechseln wir die Waffe zu Firestorm und gucken mal, ob wir ihn mit dem hier, mit dem Select wieder wischen, sonst killt er mich. Und ich habe keinen Bock, die Stage nochmal zu machen. Ich bin ganz ehrlich. Aber ihr seht, er funktioniert hervorragend, der Select Cheat. Und ihr könnt mich jetzt einen scheiß Cheater nennen, das ist mir scheißegal. Ich werde sie trotzdem mit diesem Select Cheat machen. Wie gesagt, und ich bin trotzdem tot, okay. Geschieht mir recht. Aber wir sind jetzt gleich beim Endboss wieder, von daher macht das keinen. Oh! Oh mein Gott. Ich kack doch gleich rein. Naja, also auf jeden Fall, jetzt machen wir ihn ehrlich. Jetzt haben wir genug Leben, jetzt mache ich ihn auch ehrlich. Jetzt ist es nämlich schwer, mit vollem Leben geht's. Manche empfehlen Energy, manche empfehlen Firestorm. Ihr könnt alles gegen ihn verwenden. Im Endeffekt. Es ist gar nicht mal so schwer, weil er hat auch das Pattern übrigens, wenn ihr schießt, dann springt er. Manchmal. Aber wir kriegen ihn. Wir nehmen jetzt einfach Firestorm und damit hat sich's. Mal guck mal. Guckt, seht ihr das? Er kann gar nichts machen. Er knallt gegen meinen Firestorm und geht down recht schnell. Außer wir gehen jetzt down, dann kotze ich. Okay, wir haben ihn. Also. Und ey, das sieht lustig aus. Oh, schade. Ach, selbst Mega Man kotzt es an. Ach, warum, Nils, hast du nicht den Select Cheat gleich mit? Aber gut, wir haben ihn ehrlich durch und damit. Und jetzt kommen wir dann zur letzten Wily Stage. Nicht zur vorletzten Wily Stage. Sollte weniger rum. Also, welche Waffen sind wichtig? Alec Beam sollten wir noch ein bisschen was dann behalten, aber die könnt ihr auch so einsetzen, das ist egal. Ihr müsst euch hier übrigens nicht mit allen befassen, mit allen Gegnern, das ist absolut unnötig. Ihr könnt einfach auch runter ein bisschen Damage kassieren und fertig hat sich die Sache. Aber hier kommen wir natürlich jetzt gut durch, weil wir es können. Und hier wird auch nicht, weil wir es nicht können. So, und jetzt ist die Sache ganz einfach. Nehmt den Buster, haut Turbo, Feuer, schießt einfach immer und lauft nach rechts. Oder bleibt stehen, wie ihr es wollt. Denn was jetzt kommt, ist echt nur einfach sinnlos auf den B-Knopf drücken. Ne? Ihr seht's ja, es passiert gar nichts hier. Und jetzt kommen gleich noch ein paar... Jetzt kommen sie, ihr seht diese Kanonenpilz. Manchmal treffen sie einen, manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Ihr könnt auch langsam machen, aber im Normalfall müsste es reichen, da einfach durchzurennen. Aber ich mache jetzt mal Vorsicht, weil ich will jetzt die Leben behalten, so gut es geht. Und jetzt kommt ein Gegner. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel da kommt. Kommt da jetzt 6 oder 7? Gehen wir mal von 7 aus.
Das sind Luftblasen und die müsst ihr einfach abballern. Wichtig, verwendet nicht von Anfang an den Superarm. Ja, sie sind sofort hier mit Superarm, aber verwendet ihn nicht von Anfang an. Als erstmal die ersten drei. Ich würde jetzt die ersten drei einfach mal mit dem Buster wegheizen. Und weil ich ihren Bubbles auch oder treffe, ist scheißegal. Und jetzt nimmt Superarm und guckt aber auch, dass ihr trefft. Guckt, dass ihr trefft. Das wäre scheiße, wenn ihr nicht trefft. Dann tut ihr euch keinen Gefallen. Das ist eine Tatsache. Und der letzte. Seht ihr, weil die werden immer schneller. Und es waren 7 Stück, ich hatte recht. Und die ersten drei sind langsam, das heißt, die kriegt ihr am einfachsten mit dem Buster, hey. Es ist keine große Sache und deswegen hebt so die letzten 4 auf. So, und jetzt sind wir schon in der letzten Wily Stage. Vorm Endboss. Und das wird jetzt nochmal richtig spannend. Hier übrigens eine ganz fiese Sache, guckt mal. Hier kommen diese Viecher wieder, diese Blitze schießen. Wenn ihr das habt, weg. Geht einfach weg. Und hier kommen die Viecher auch nochmal übrigens. Kein Problem für uns. Geht einfach immer hoch, schießt die hier nur ab und weiter hoch. Geht einfach hoch. So, hier können wir nochmal unser Item aufladen. Brauchen wir nicht. Ich werde euch jetzt nämlich mal zeigen, gleich warum. Ich bin immer noch erstaunt, dass Wily so viele Gutsman-Prototypen hier hat. Der hat irgendwie also auch über die Spiele hinweg einen richtigen Gutsman-Fetisch, irgendwie, der Wily. Ich weiß auch nicht warum. Der steht voll der Kante auf Gutsman. Also, Wily, du bist krank. Du bist echt krank, Wily. Das ist nicht mehr normal. Ich meine, Gutsman ist ein starker Robotmaster. Ich würde da niemals was anderes sagen, aber ich kann mich doch nicht nur auf einen Robotmaster verlassen. Das ist nämlich das Problem. Ja, es gibt tatsächlich solche Idioten und einer davon hat Wily. Hier, ihr könnt den sicheren Weg nehmen. Aber, und das sei gleich mal voll gesagt, seht ihr dieses Zeichen hier? Das gibt nur Mega Man 1. Übrigens, das ist ein Teil, das füllt uns alles auf. Alles. Ohne Wenn und Aber. Und das holen wir uns auch. Und ihr seht es. Bei uns ist jetzt alles voll. Wenn ich in die Waffen wechsle, alles ist voll. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir an. Und jetzt kommt einer der härtesten Stellen überhaupt. Keine Pause, keine Lebensupgrades. Und jetzt kommen die restlichen 4 Robot Masters. Und glaub mir, es ist sehr schwer. Es ist wirklich, es ist nicht leicht. Also wir haben jetzt Bombman. Jetzt kommt, glaube ich, Fireman erst, oder? Ich hoffe mal, dass jetzt Fireman erst kommt. Sonst muss ich wechseln und es kommt Fireman. Fireman in der auf der anderen Seite, der ballert drauf, es ist ihm scheißegal. Und da werden wir ordentlich Damage kriegen. Ihr seht es, dass wir für Damage kriegen bei Fireman. So, und als nächstes ist Iceman dran. Und ich hoffe, ich kann seinen Attacken ausweichen, sonst bin ich jetzt tot. Das ist eine Tatsache. Aber wir kriegen dich, Iceman, dann welches Electrin. Wir haben sie. Und wir sind tot. Verdammt! Und ihr seht, es ist wirklich schwer. Oh Gott sei Dank, ich darf hier anfangen. Also kein Problem. Kein Problem, wir kommen. Oh, verdammt, ich habe voll vergessen, dass das ja hier kommt, das Viech. Also weiter geht's. Also ich habe das erste Mal gefailt, das passiert. Wir werden das nächste Mal nicht failen. Es ist halt, ihr seht es selber, es ist schwer. Also wir sollten gucken, dass man bei Bombman eigentlich keinen Schaden kriegt und bei Fireman so wenig Schaden wie möglich kriegt. Es ist leicht gesagt, es ist wahr, es ist sehr leicht gesagt, aber es ist wirklich wahr, also anders kann man das gar nicht schaffen. Und ich muss sagen, also ich hab jetzt einmal diesen Select-Cheat beim Yellow Devil benutzt, das ist auch von mir aus noch okay, aber bei denen hier möchte ich keinen Select-Cheat benutzen. Ich sag's auch gleich, ich bin nicht der Meister in Mega Man 1, hab ich auch nie behauptet. Aber trotzdem, mir macht das Spiel einen Heidenspaß, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil es so einfach ist. Also einfach meine ich jetzt nicht, dass das Spiel mäßig einfach ist, sondern es hat so einen Charme. Ich kann den nicht so... Fail. Das war ein richtiger Fail. Boah, Junge, Junge. Was soll's. Kann passieren. Wir machen weiter. Und außerdem, viele Leute vergessen auch immer, das ist eigentlich der... Dieses Spiel war das allererste Spiel. Und ohne das gäbe es auch kein Mega Man 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder X oder Zero oder ZX oder Battle Network oder Star Force oder was weiß denn ich? Gäb's alles nicht. Und das vergessen manche ein bisschen, dass ohne dieses erste Spiel, welches so schwer und unfair ist, nachweislich, dass es ohne das gar keinen Mega Man sonst gäbe. Natürlich, ich muss dazu sagen, Mega Man 2 hat diese Reihe erst populär gemacht. Mega Man 1 war eher so das nicht so ganz gemochte Spiel, aber ich kann es verstehen. Einfach, wie gesagt, es war einfach wirklich ziemlich unfair und kommt, es ist das erste Spiel. Es gab davor nicht sowas wie bei Ninja Turtles, dass man gesagt hat, oh, die geilen Comics und sowas. Und deswegen ist es so eine Sache einfach damit, wir machen uns ein Magnet Beam zur Sicherheit und sagen wir uns dieses Zeichen wieder.
wie ist es, Shinraken oder so ähnlich, Shinriaken, irgendwie, es hat einen ganz komischen Namen gehabt. So, und es geht nochmal von vorne los. Also, wir haben Firestorm drin. Und damit geht es los. Wow! Übrigens, ja, das ist ein Move von Bombman und Fieser. Wenn er springt, kann er eine Bombe auch fallen lassen. Also, wir haben jetzt weniger Schaden gekriegt, das ist sehr gut. Und wir machen weiter. Es war Ice Slasher als nächstes. Und wir versuchen jetzt, so gut es geht, bei Fireman Schaden zu vermeiden. Es ist leichter gesagt als getan, aber was soll ich denn machen? Es ist einfach so, bei Fireman kriegt man einfach viel Schaden. Das kann man gar nicht verhindern. So, wir haben aber mehr. Wir halten einen Ice Slasher aus, denke ich. Es heißt, im Notfall werden wir bei Gutsman scheitern. Im schlimmsten Fall, aber ich habe das nicht vor. Und ihr habt das genauso wenig vor wie ich. Oh, und wir haben keinen Schaden bei Iceman gekriegt. So. So muss man es machen. Und jetzt hat Gutsman und wir sind durch. Und kommen zu Wily. Junge, Junge. Das wird ein Spaß. Oh Gott. Oh, du hast mich nicht erwischt, Gutsman. Und der letzte. Komm, komm, komm her. Ja, 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 das wird klappen. Oh, leck mich. Aber wir haben's, wir haben's. Egal was ist, wir haben es geschafft und wir sind bei Wily und wir werden auf jeden Fall jetzt sterben. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Weil Wily ist hier nicht so ganz einfach, wie ich es mir immer erst erhofft habe. Wily selber ist dadurch einfach schwierig, dass einfach... Seine Schwäche ist übrigens Firestorm, wir machen das jetzt nicht, weil wir werden eh sterben. Ihr seht es selber. Er schießt jede Menge Bällchen nach uns und diese Bällchen sind sehr gemein. Aber es ist egal, jetzt haben wir volles Leben und ich denke, jetzt müsste ich ihn auch hinkriegen. Eigentlich. Also ganz blöd bin ich dann doch nicht. Es gibt auch einen Glitch übrigens beim letzten Wily. Da kann man ihn dann, wenn man ihn fast besiegt hätte, gleich nochmal besiegen. Aber wer hat denn schon Bock drauf? Ich glaube weniger und vor allem ohne irgendwelches Zurückspulen oder sowas hat das keiner. Es ist halt so, Wily hier im ersten Mal zu besiegen ist nicht schwer, aber das zweite Mal wird jetzt wieder schwieriger. Übrigens ein Trick für diejenigen, wo vielleicht das ein bisschen mehr hilfreich haben wollen. Rolling Cutter ist hier eine verdammt gute Wahl. Und so kommt ihr übrigens auch einigermaßen gegen ihn an. Wenn er so nah ist, dann wird das schwierig, dem ganzen Scheiß auszuweichen, habe ich schon festgestellt. Aber wir kriegen es gerade hin. Und ihr seht, es ist möglich, Wily auch ohne irgendwelche Safe States oder was zu besiegen. Es ist einfach bloß schweineschwierig. Und wir haben damit Mega Man 1 durchgespielt. Wir haben einmal den Select Cheat benutzt bei Yellow Devil. Ja, zweimal, aber der eine Mal war nicht mit Erfolg. Nehmen wir ihn einfach als Demonstration, das zweite Mal. Als gute Demonstration. Aber wir haben ihn im Endeffekt, also richtig, haben wir ihn einmal verwendet. Und sonst nicht. Ich bin stolz auf mich. Ich blamier mich dafür auch nicht, dass ich ihn bei Yellow Devil benutzt habe. Es ist mir auch egal, was ihr denkt. In dem Fall. Aber wir haben es durch. Ich habe bewiesen, dass ich Mega Man 1 spielen kann. Denn den schwersten Part habe ich geschafft, ohne irgendwas. Deswegen. Mega Man has ended the evil domination of Dr. Wily and restored the world to peace. However, the never-ending battle continues until all destructive forces are defeated. Fight Mega Man for everlasting peace! Oh. Aber kommt ganz ehrlich, also so oft wie Dr. Wily abgehauen ist, kann man darüber doch nur schmunzeln über den Text, oder? Ich glaube, die wussten selber nicht, dass es so groß noch rauskommen wird, Mega Man. So, und jetzt kommen die Damen und Herren, die am ersten Spiel tatsächlich beteiligt waren. Und damit ja auch einen Grundstein für einen der wirklich, also meiner Ansicht nach, großartigsten Spielereien gemacht haben. Und deswegen mein Respekt vor diesen Damen und Herren. Und ich weiß doch nicht, was das ist. Das ist wohl irgendwie eine Sportkleidung. Er sieht aus wie ein Fußballer irgendwie. Ja. Wahrscheinlich kam da auch diese Idee von Mega Man Soccer her. Wer es nicht weiß, es gibt ein Fußballspiel mit Mega Man Charakteren. Das heißt Mega Man Soccer. Und da kann man so Mega Man spielen, Cutman, Metal Man, Elec Man, Flashman, Bubble Man, übrigens der beste Torwart, den man nehmen kann. Was gibt's da? Es gibt so was, Yuki Chans Papa, okay. Also es gibt hier ganz viel. Ach, jetzt kommt er nach Hause zu Dr. Light and Roll. Presented by Capcom USA. Ach, Capcom, einer meiner persönlichen Lieblingsfirmen.
Großartige Kampfspiele, großartige Mega Man-Spiele. Was wollen wir mehr? Also, dann würde ich sagen, das war's. Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht zum Zuschauen. Mir hat es Spaß gemacht zu spielen und zu Let's Playen selbstverständlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Stardust Warrior 33.